absolut eine Riesenehre, hier ausstellen zu dürfen. Früher sind wir bis mit der Schule hier mal reingegangen, zu Schulzeiten. Und jetzt steht halt dein eigener Name dann draußen dran. Das ist schon in meiner Heimatstadt so. Ist auf jeden Fall für mich eine Riesenehre und freut mich auch, dass ich wir das jetzt geschafft haben und dass ich die Option habe, hier in Erfurt dann auch mal wieder auszustellen und dann auch in dem, sag ich mal, größten Haus, was es hier so gibt, was man sich so vorstellen kann, ist natürlich super. Es ist halt ein Mix aus, gefühlt würde ich sagen, so fast 10 Jahren Arbeit. Also witzigerweise habe ich ja auch vor 10 Jahren meine erste Einzelausstellung gehabt und praktisch ist jetzt auch mein 10-jähriges Solo-Ausstellungsjubiläum schon. Jetzt habe ich halt eher mit Arbeiten und so weiter zu tun und freue mich, dass wir hier die ganzen Mix aus den ganzen Malereien, die teilweise eben noch die abstrakten drin Zeiten zeigen, aber auch die ganzen figürlichen und halt auch politisch aufgeladeneren Themen oder die ganzen neuen, die jetzt hier noch entstanden sind, wie das Happy Meal. Dann halt auch der Mix mit den anderen, die ich eingeladen habe, mit Benedikt Braun, mit seinen Skulpturen, mit denen ich schon über die Jahre 2 Solo-Ausstellungen zusammen gemacht habe, weil das auch immer thematisch ganz gut und für uns auch thematisch ganz gut zusammenpasst, die Arbeiten und auch super angefreundet haben. Mit Ulrike Theusner, mit ihren Zeichnungen, die auch passen, auch aus Weimar ursprünglich und von der Bauhaus-Uni. Und wir haben auch schon über Stipendienausstellungen und in der Galerie in Weimar oft zusammen ausgestellt. Und wie gesagt, alles Freundeskreis über die Jahre und dann noch Moritz Schleime, der ja auch immer so ein malerisches Vorbild, auch so ein kleiner Rebell war aus Berlin, mit dem ich auch über die Jahre Freunde geworden bin. Und dann eben unter anderem noch Till Lindemann mit seinen Skulpturen, weil mich letztes Jahr, wie gesagt, Rammstein gefragt hatte, ob ich für die das Cover malen darf. Und dann wir praktisch darüber in Kontakt gekommen sind und er meine Bilder halt auch mag. Agroschaft ist sozusagen der Mix aus, kennt man noch von früher, Agro Berlin, wo die ganzen Sido, Bushido und Flair und so weiter groß geworden sind, da aufgewachsen sind. Und das ist einfach nur so diese musikalische Anspielung auf diesen Titel natürlich. Aber dann dieses Agroschaft geht natürlich auf Herrschaft, Agro-Herrschaft, also so auf diese ganze aktuelle Situation mit diesen ganzen aggressive Liedern, mit der ganzen politischen Situation, die sich natürlich immer mehr aufheizt, immer aggressiver wird die ganze Sprache, die ganzen Leute. Dass das natürlich jetzt auch irgendwie bei so ein paar Musikern dann Anklang gefunden hat über die Jahre mit Klüsen und so weiter, über die Jahre sich jetzt hier so eine gute Freundschaft entwickelt hat. Axl Rose hat auch ein paar Bilder von mir in L.A. Jay-Z hat ein paar Bilder in seinem Büro hängen, was natürlich völlig verrückt ist, so, weil man mit denen ja gar nicht persönlich da ist, aber dass das einfach über die Arbeiten irgendwie so passiert, ist natürlich für mich eigentlich halt auch die größte Auszeichnung, dass es da auch irgendwie wieder zurückgeht, wo es eigentlich so mich auch beeinflusst und irgendwie über die Jahre irgendwie auch geprägt hat. Ja, warum denn nicht? Nein, also ja, ich habe ja hier, wie gesagt, ich bin im Zughafen groß geworden, habe da immer noch mein Atelier. Das Große habe ich jetzt im Kontor gemalt, weil das viel zu groß war, sozusagen da zu malen. Da habe ich da noch die Unterstützung auch von dem neuen Ort zum Beispiel bekommen. Da oben wird dann in diesem Videoraum wird noch so eine Lichtsache sein, was die Jungs vom Kalif machen zum Beispiel, wo ich den Boden für die gemalt habe und oben drüber mein Atelier habe. Also es sind so Sachen, die über die Jahre irgendwie auch gewachsen sind.